Er will es wieder tun. Donald Trump hat angekündigt, dass er die republikanische Nominierung für die US-Präsidentschaftskandidatur für die Wahl im Jahr 2024 anstrebt. Um Amerika wieder großartig und glorreich zu machen, kündige ich heute Abend meine Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an, sagte Trump laut CNN. Amerikas Comeback beginnt genau jetzt. Seine Rede nutzte er dafür, seine Amtszeit als US-Präsident, die von 2017 bis 2021 andauerte, zu loben und die derzeitige Regierung schlecht zu reden. Trump wäre bei einem Wahlsieg nach Grover Cleveland erst der zweite US-Präsident, der für zwei nicht aufeinanderfolgende Amtszeiten gewählt wurde. Insgesamt kann eine Person zwei Amtszeiten als US-Präsident bestreiten.